Nachdem wir uns jetzt sehr ausführlich mit relationalen Datenbanken beschäftigt haben, jetzt die Beschäftigung mit NoSQL. NoSQL ist ein Thema, was sich in letzter Zeit wirklich sehr dynamisch weiterentwickelt hat, wo viel passiert ist und wo auch sehr viel passieren wird. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass das, was ich jetzt hier erzähle, in einem Monat, einem Jahr, 2 Jahren schon ganz anders gesehen werden kann. Aber es geht mir vor allen Dingen darin, Konzepte zu zeigen und grundsätzliche Ansätze. Ich werde also weniger auf spezielle NoSQL-Systeme eingehen. NoSQL ist in vielerlei Hinsicht vielleicht ein etwas unglücklicher Ausdruck, weil zum einen das SQL eigentlich nicht unbedingt die Abfragesprache SQL meint, sondern damit sind eigentlich eher alle relationalen Datenbankmanagement-Systeme gemeint. Und das NO, das steht nicht für Nein oder Kein, sondern das steht für Not Only und zusammen also nicht nur relationale Datenbankmanagementsysteme, sondern man geht davon aus, dass es durchaus Alternativen zu relationalen Datenbankmanagementsystemen gibt und dass es viele Anwendungen gibt, für die relationale Datenbankmanagementsysteme nur bedingt geeignet sind. Was das für Systeme sind, das können wir uns hier vielleicht mal anschauen, wenn wir versuchen, Datenbankmanagementsysteme in diesem Diagramm einzutragen. Wir haben zum einen die Performance solcher Systeme und auf der anderen Seite die Komplexität der Daten. Wenn Sie auf Ihre Handyrechnung gucken, dann werden Sie feststellen, dass Sie Ihre Abrechnungen, dass Sie da ganz, ganz viele Datensätze haben in Ihrem Einzelverbindungsnachweis, dass diese aber doch sehr einfach sind. Da steht Datum, Uhrzeit, Nummer, die Sie angerufen haben, die Dauer und ein Preis dahinter. Also alles andere, bloß kein komplexes Datenmodell. Aber wenn Sie auf Ihre Einzelverbindungsnachweise schauen, dann stellen Sie fest, dass der am Ende des Monats mehrere Seiten lang ist, dass da ganz viele Daten abgerechnet werden und da wirklich sehr, sehr viele Informationen gespeichert werden und abgerechnet werden müssen. Wir also eine hohe Performance haben, aber nicht wirklich komplexe Daten. Da fällt auch sowas wie Buchhaltung herein und so weiter. Wenn wir uns dann weiter anschauen, was es gibt, wir haben Webanwendungen. Und Webanwendungen, da sind die Datenstrukturen schon deutlich komplexer und im Umkehrschluss die Performance kann natürlich auch sehr hoch sein, aber vor allen Dingen müssen wir da feststellen, bei Webanwendungen, da sind die Daten schon etwas komplexer. Seien es Websites, sei es irgendwelche Shop-Systeme, wir haben da also durchaus komplexere Anwendungen. Wenn wir uns sowas wie Dokumentensysteme wie Wikipedia anschauen, Wikipedia ist ja ein sogenanntes Dokumenten oder besteht ja im Wesentlichen aus Dokumenten, wenn wir das so wollen. Und wir haben sozusagen für jeden Wikipedia-Artikel immer auf der rechten Seite diese Informationen, die sind strukturiert. Bei Ländern wissen wir zum Beispiel Land in der Landessprache, Landesname in der Landessprache, Landesname international, Fläche, Einwohnerzahl, all diese Sachen. Wir haben also strukturierte Informationen und wir haben natürlich ganz viel Text und das ist eben unstrukturierte Informationen, die aber irgendwo miteinander verbunden ist. Das macht diese Dokumente aus und die sind dann schon deutlich komplexer. Wenn wir uns andere Systeme anschauen, wie beispielsweise Facebook, dann stellen wir auf einmal fest, dass das doch sehr komplexe Systeme sind, soziale Netzwerke. Und wenn wir uns schauen, wie viel Lese- und Schreiboperationen es beispielsweise bei Facebook gibt, dann ist das schon ziemlich performant und ziemlich viel. Und dort verwalten wir auch Daten, die recht komplex sind. Wir haben eben nicht mehr nur einfache Datensätze, sondern wir haben auch Beziehungen zwischen den Daten. Und gerade die Beziehungen zwischen den Daten, die sind natürlich bei diesen sozialen Netzwerken ganz, ganz wichtig. Wer kommuniziert mit wem? Wer ist im 7. Grad mit wem befreundet? All diese Daten. Und das zeichnet sich natürlich durch eine hohe Komplexität aus, zum einen, und natürlich auch durch hohe Anforderungen an die Performance. Und wenn wir uns Webanwendungen anschauen, dann kann man natürlich sagen, Webanwendungen decken natürlich gerade diesen Bereich der Buchhaltung gut ab, auch den meisten Bereich der Webanwendungen, aber all das, was in den letzten Jahren gerade massiv an Bedeutung gewonnen hat, nämlich diese dokumentenbasierten Systeme
Und vor allen Dingen aber auch gerade diese ganzen Social Network Anwendungen, da sind sie natürlich nur bedingt zu nutzen. Sie kommen mit dieser Performance, wie wir sie beispielsweise bei eBay, wie wir sie bei Facebook fordern, nicht in jedem Fall klar. Und dafür gibt es dann eben andere Ansätze, mit denen wir uns beschäftigen werden.